definitiv klar geworden, wer in den Betrieben die Stellung gehalten hat. Auch für uns Azubis war die Situation nicht so ganz leicht. Besonders deutlich wurde, dass Sorgen und Nöte von Azubis nicht ernst genommen worden sind. Für mich war auf jeden Fall die Gefahr, mich anzustecken, höher als bei anderen, die was vielleicht im Homeoffice waren. Und jetzt verlangt der Arbeitgeber von uns, dass wir überhaupt froh sein sollen, dass wir überhaupt noch einen Job haben. Nicht mit mir. Wir wollen uns nicht wie Dreck behandeln lassen, denn wir sind systemrelevant, wie es so schön heißt, und deswegen kämpfen wir für das, was uns zusteht. Das Verhalten der Arbeitgeber in der Krise ist genauso geschmacklos wie die belegten Brötchen in der Kantine.